Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist endlich soweit, ich kann es endlich sagen. Willkommen zu meinem Frankfurter Buchmesse-Vlog. Es ist jetzt Donnerstag und ja, ich stecke gerade so in den Vorbereitungen zu packen. Ich fahre ja morgen zu Melli. Ja, wie gesagt, ich bin gerade am Packen und habe mir gedacht, ich nehme euch da schon mal ein bisschen mit, so wie letztes Jahr. Und ja, ich zeige euch mal, welche Bücher ich jetzt schon mir zusammengelegt habe. Klamotten und sowas zeige ich euch jetzt nicht. Das werdet ihr dann auf den Fotos sehen. Und ja. So, das hier ist gerade mein Packchaos. Hier ist meine Reisetasche. Das ist mein Rucksack, den ich mit zur Messe nehme. Und ja. Und hier ist noch meine Bauchtasche. Die Melli hatte da die gute Idee, dass wir noch eine Bauchtasche mitnehmen sollten. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal die Bücher. Bei mir herrscht gerade pures Chaos. Ich habe einmal Die Stillen meiner Worte von Ava Reed dabei. Dann Mondprinzessin von Ava Reed. Und natürlich die Bücher von Brittany C. Cherry. Ja, aber die kennt ihr ja alle schon. Dann werde ich vielleicht noch von Karl Mayer das Buch mitnehmen. Da wissen wir noch nicht, ob wir das zur Signierstunde schaffen. Und ich habe hier noch einen Stoffbeutel, falls ich zu viel kaufen sollte, dass ich neben meinem Rucksack noch einen Beutel dabei habe. Und ja, bis jetzt habe ich nicht groß was eingepackt. Ich kann euch zeigen, ich habe hier meinen Presseausweis. Was habe ich denn noch? Meine Visitenkarten. Ich habe dieses Jahr auch endlich mal Visitenkarten. Dextro Energy, falls man es mal mit dem Kreislauf kriegt. Und das war's erstmal für diese kleine Tasche. Ich finde, für so eine kleine Tasche ist da schon verdammt viel drin, ne? Ja, dann habe ich natürlich die Bauchtasche. Da ist schon mein Portemonnaie mit dem ganzen Geld drin. Ja, das war's eigentlich so erstmal von meiner Packsituation. Guten Morgen! Ja, es ist Freitag. Ich habe mich gerade fertig gemacht und ja, gleich geht es für mich los. Ich fahre jetzt gleich zu Melli und ja, ich und Melli, wir gehen ja heute nicht auf die Messe. Wir gehen ja Samstag und Sonntag, genau. Und ja, wir verbringen dann heute den Tag schön mit Mittagessen, chillen oder vielleicht noch ein bisschen bummeln. Mal schauen, je nachdem, wie ich durchkomme. Und ja, abends bin ich dann bei einem Abendessen mit Lux und ja, morgen geht es dann zur Messe, aber ich freue mich jetzt erstmal auf den heutigen Tag. Wie gesagt, ich fahre jetzt gleich los, ich melde mich dann nochmal vom Auto wieder und ja, ich bin total aufgeregt. Ich weiß nicht, ob man es in meinem Gesicht sieht, ich habe das Gefühl, mein Gesicht ist total angespannt, aber ich freue mich total, ja. Ich bin mittlerweile angekommen und guck mal, ich habe die Melli bei mir, beziehungsweise sie hat mich bei ihr, so rum. Ja, genau. Ja, ich habe mich aus dem Auto nicht mehr gemeldet, weil mir wurde so eine doofe Meldung angesagt, von wegen, dass die Autobahn voll gesperrt ist, auf der ich bin. Und da war ich total genervt und hatte keine Lust mehr. Aber sie war nicht gesperrt. Ich bin jetzt hier bei ihr. Wir sind schon so ungefähr seit 2 Stunden oder so am Quatschen. Ja. Und ja, schaut euch dieses wunderschöne Regal an. Ich bin verliebt in ihr schönes Bücherzimmer. Ich zeige euch das später nochmal genauer, weil es so schön ist. Ich habe schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich das Wochenende mit ihr verbringen möchte oder in diesem tollen Zimmer. Vor allem hier ist ein unglaublich schönes Sofa. Guckt es euch an. Ja, mein Arm ist ein bisschen... Ist das Gleiche. Es ist schön und gemütlich, das ist das Gleiche. Ja, wir werden heute den Tag chillig angehen. Wir werden gleich was Leckeres essen, aber das zeige ich euch dann. Ach so, gut sie zu wissen. Sie zaubert, sie kocht. Melli ist für eigene Kochshow auf YouTube. Vielleicht sollte ich nochmal in Erwägung ziehen zu kochen. Solltest du, aber natürlich darfst du nur mich bekochen. Ja, wir werden den Tag, wie gesagt, heute ruhig angehen. Wir werden kochen, beziehungsweise Melli kocht. Ich tue da so einfach. Sie guckt zu. Und ja, dann
gucken wir Serien oder Filme. Bollywood. Ne? Bollywood. Kennt ihr Bollywood? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Bollywood-Filme kennt und guckt. Und wenn oder ja, auf welche ihr am meisten abfahrt. Oder ob ihr auch Shah Rukh Khan so gern mögt wie wir. Das ist toll. Shah Rukh Khan. Aber ich war immer so traurig, als ich irgendwann herausgefunden habe, dass er verheiratet ist. Achso, ich dachte, du machst gerade einen Spoiler. Oh je, dann hätten wir das schon wieder hinschreiben müssen. Da war ich total am Ende. Aber ja, wir werden heute den Tag mit. Halte ich eigentlich das Mikrofon zu? Das wäre echt doof. Ja, mit Serien, Filmen verbringen, noch auf seelisch und mental auf die Buchmesse einstellen. Ja, ich freue mich schon auf morgen. Und ja, ich freue mich auch. Und ja, mal schauen, was wir noch so machen. Wir werden uns auf jeden Fall zwischendrin bei euch melden, ja, damit ihr auch auf dem aktuellsten Stand seid. Und ja, ansonsten hast du noch irgendwas zu sagen? Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin jetzt schon am Ende mit dir. Nee. Ja, auf jeden Fall, hier ist mega geiles Wetter. Also wenn ja, das nicht mal ein gutes Omen für die Buchmesse ist. Also man kann auch voll draußen ohne Jacke rumlaufen. Das ist gar nicht kalt. Das hatte ich irgendwie noch nie, glaube ich, im Oktober die letzten Jahre. Ja, es ist voll ungewohnt. Dieses Jahr total krass. Weißt du noch, wie es vor 2 Jahren so arschkalt war, wo wir auf der Buchmesse waren? Das letzte Mal. Ich habe die Fotos gesehen, da habe ich so einen richtig fetten Rollkragenpulli an. Also nicht Rollkragen, aber so einen richtig fetten Strickpulli. Ja. Voll schlimm. Und jetzt hier so Bluse, halbes T-Shirt. Richtig krass, wie sich das Wetter verändert hat. Naja. Naja, auf jeden Fall. Das war erstmal so unser Zwischenstand und wir melden uns dann später bei euch, spätestens dann, wenn ich mein Essen habe. Tschüss. Versprochen, wir kochen jetzt. Wir kochen auch gemeinsam. Ich helfe ihr nämlich. Und ja, das sieht schon so cool hier alles aus. Ich freue mich so. Ja, ich gehe jetzt auch ans Werk und das fertige, leckere Essen zeige ich euch dann gleich. Das an. Einmal haben wir hier Hähnchenspieße mit Bratensauce, dann Gurkensalat in meiner Eigenkreation. Den habe ich gemacht, zwar mit Hilfe, aber okay. Und Reis. Und ja, nebenbei gucken wir diesen schönen Film, nämlich in guten wie in schweren Tagen, Bollywood-Film. Wir sind nämlich richtige Bollywood-Fanatiker. So Leute, wir melden uns mal zurück. Wir haben lecker gegessen. Gucken gerade, beziehungsweise haben gerade Bollywood geguckt. Es war noch nicht zu Ende, aber es war auf jeden Fall schon sehr schön. Ja, gucken wir nachher noch weiter. Genau, und ja, jetzt lassen wir den Abend ausklingen. Ja. Ja, gerade läuft Nick. Ich mach mal leiser. Ja, das Essen war auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ich habe richtig zugeschlagen. Ja. Ja. Hat aber auch voll gut geschmeckt einfach. Stellst du mich hier wie so eine Verfressende da? Ja. Nee, war auf jeden Fall sehr, sehr lecker und ja, so mit diesem guten Tag kann das Wochenende eigentlich nur noch super werden. Wir freuen uns auf jeden Fall total auf die Messe morgen. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Das ist jetzt im Video. Mein Handy sagt schon so gefühlt seit 2 Stunden kein GPS-Signal. So eine Alexa. Aber echt. Ja, wir haben auf jeden Fall gerade schon über die Messe gesprochen. Was bin schon voll aufgeregt. Was wir als erstes machen, ich auch. Ja. Wollen wir morgen aufstehen? Wir stehen auf jeden Fall früh auf. Um 7:30, um genau zu sein, weil wir uns noch Lunchpakete machen wollen. Genau, wir wollen ja auch zeitig bei der Messe sein, damit wir das auch den ganzen Tag schön genießen können. Wann fängt die an? Nochmal um 9, gell? Halb neun. Ja. Nee, oder 9? 9. 9 Uhr, glaube ich, war es. Irgendwie so. Müssen wir noch mal gucken. Ja. Ja, auf jeden Fall. Wir werden noch unsere Rucksäcke später packen. Stimmt, gut, dass du das sagst. Das hätte ich sonst vergessen. Ja, und ansonsten war es das eigentlich erstmal. Oder hast du noch was zu sagen? Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin voll bis oben hin. Ich freue mich, dass wir so ein cooles Wochenende haben. Und auf jeden Fall. Morgen kann der Messewahnsinn losgehen. Du siehst, man sieht mich nur noch. Oh, ja. Das ist schwer. Das Handy. Ja, oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja. Ja, gut. Ansonsten, bevor mein Arm gleich noch was weiß ich wo hängt, machen wir es jetzt hübsch. Schluss. Ja. Und ja. Dann würde ich sagen, bis morgen früh. Genau. In alter Frische, hoffe ich. Ja. Tschüss.
So, ihr Lieben, ich habe mich gerade eigentlich schon verabschiedet. Ja, ich bin irgendwie voll dunkel. Mein Kopf ist sogar so gut wie gar nicht da. Ich habe mich ja vorhin schon noch verabschiedet, aber ich bin ja jetzt noch auf dem Lux-Abendessen eingeladen. Ich bin sehr gespannt, wie das werden wird. Ich bin jetzt auch angekommen und ja, werde jetzt gleich rübergehen. Wie gesagt, ich bin total, man sieht mich ja gar nicht. Voll gruselig. Ja, auf jeden Fall, ich bin angekommen und ich gucke mal, ob ich euch ein paar Eindrücke mitfilmen kann. Und ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall und später bin ich dann wieder bei der Melli. Und ja, da freue ich mich auch schon ganz doll wieder drauf. Ja, irgendwie glänze ich so komisch, aber naja.